rot-weißen Trikot. Die Dänen mit Kapitän Olsen, dann mit Peter Schmeichel. Schiedsrichter ist Sándor Puhl aus Ungarn und das ist Claudio Caniccia. Den kennen Sie natürlich. Wir werden Ihnen im Einzelnen die Spieler der Argentinier vorstellen. Sicherlich ein hervorragender Sturm auch dabei mit Caniccia und Batistuta. Und dahinter dann dieser Mann, Diego Armando Maradona. Larsen war das, der blonde Mann bei den Dänen. Einige neue Gesichter dabei. Hier Peter Schmeichel von Manchester United. Und der Kapitän Olsen, der Libero, den wir auch von der Europameisterschaft bestens kennen. Ein wunderschönes Bild von dem Stadion in Mar del Plata. Eine Hafenstadt, wunderbares Badewetter, 35 Grad im Schatten. Das muss man sich einmal vorstellen. Und vorstellen werden sich jetzt hier auch die Argentinier, die also noch einmal ein Foto machen. Und die Dänen knien auch nieder. Das ist so üblich in Südamerika. Vorher noch ein paar Bilder für die Fotografen. Das ist also der Vize-Weltmeister und Südamerikameister Argentinien. Einige Spieler noch dabei von der Weltmeisterschaft, nicht dabei. Oscar Ruggieri, der eisenharte Vorstopper. Er wurde ja letzte Woche gegen Brasilien des Feldes verwiesen und kann also heute gegen die Dänen nicht mitspielen. Bei den Dänen also Flemming Paulsen nicht dabei. Außerdem auch Jon Jensen, der Richard Möller-Nielsen gebeten hat, in Europa bleiben zu dürfen. Er spielt ja jetzt bei Arsenal London. Aber er ist wieder zurück aus Europa, Maradona. Und darum gibt es ja einen unheimlichen Ärger. Er sollte in Sevilla bleiben, nachdem die Mannschaft ja überraschend schwach gespielt hat. Am Wochenende 0:2 in Logroñes verloren hat. Und trotzdem ist dann Maradona wieder abgehauen in die Heimat, um heute in diesem Länderspiel dabei zu sein. Sándor Puhl hat die Münze geworfen, der Schiedsrichter, der Ungar. Auch ihn kennen wir von der Europameisterschaft, 37 Jahre alt. Ein Geschäftsmann aus Budapest und er wird dieses Spiel heute pfeifen. So, mit etwa 10-minütiger Verspätung wird es dann losgehen. Noch einmal ein Foto in der Mitte, Sándor Puhl, der verhältnismäßig junge Schiedsrichter aus Ungarn. Diese Spiele zwischen dem Südamerikameister und dem Europameister gibt es ja nicht allzu oft. In Südamerika wird zwar alle 2 Jahre der Südamerikameister ermittelt, aber der Europameister nur alle 4 Jahre. Hier also die Mannschaftsaufstellung von Argentinien. Sie sehen Goycochea im Tor, der Elfmetertöter von der Weltmeisterschaft. Wir kennen Maradona, wir kennen Caniccia und den Rest stelle ich Ihnen während dieses Spieles vor. Noch einmal die Mannschaft von Dänemark, Peter Schmeichel im Tor mit Kjeldberg, ein neuer Mann drin. Olsen, der Libero mit der 4, Henrik Larsen, der Blondschopf mit der 5. Und Sie sehen Lautrup hat die 11 und Bjarne Goldbeck aus Kaiserslautern die 9. Aus Mönchengladbach von der Borussia ist Mölby mit der 7 dabei, Johnny Mölby. Und Anstoß hat Argentinien mit Batistuta. Er hat die 9, daneben Maradona und ganz links Claudio Caniccia. Peter Schmeichel, der Held der Europameisterschaft und er war der Held der Weltmeisterschaft. Der Goycochea, Sergio Goycochea, der einige Elfmeter gehalten hat beim Elfmeterschießen gegen die Jugoslawen, die es ja damals noch gab, und im Halbfinale gegen Italien. Ja, 4 Mann gleich beim Anstoß bei den Argentiniern. Das sieht man auch selten und es geht los. Sándor Puhl, der Ungar, pfeift das Spiel an zwischen Argentinien in Blau-Weiß-Schwarz und Europameister Dänemark. Sehr windig ist es am Meer in Mar del Plata.
Etwa 35.000 Zuschauer sehen dieses Spiel. Kein Foulspiel, sagt Sandor Puhl, da hatte sich Maradona gleich etwas auf die Knie gelegt. Ich höre, wir haben gerade keinen Stadionton. Wir kommentieren trotzdem weiter. Unsere Technik bemüht sich, den Ton wieder heranzuholen. Das war Henrik Larsen. Und Einwurf für Dänemark. Da waren plötzlich zwei Bälle im Spiel. Einwurf Henrik Larsen, der ja in Pisa gespielt hat, in Italien während der Weltmeisterschaft. Jetzt ist er gewechselt nach England. Mal sehen, wie die Abwehr klarkommt. Ein Schuss von Larsen über das Tor. Mal sehen, wie die Abwehr klarkommt von Argentinien ohne Oscar Ruggeri, ohne diesen gesperrten, eisenharten Mann. Die Kamera meistens natürlich gerichtet auf Maradona, ganz klar. Und er hat ja in seinem ersten Spiel nach dem WM-Finale von Rom letzte Woche gegen Brasilien wirklich überdurchschnittlich gespielt. Mit der 11 sehen Sie Lautrup und Foulspiel, Freistoß für Dänemark. Foul von Batistuta an Kim Vilfort. Der Mann, der das zweite Tor im Europameisterschaftsfinale gegen Deutschland erzielt hat. Hat sicherlich noch Übergewicht, Maradona, aber hat doch einiges abtrainiert unter Dr. Carlos Bilardo in Sevilla, unter seinem früheren argentinischen Nationaltrainer. Und Caniccia, aufgepasst hat Pichnik. Eine der Entdeckungen der Europameisterschaft und Peter Schmeichel. Ein begeisterungsfähiges Publikum in Mar del Plata. Larsen geht da steil. Oh, Beinschuss. Und das gefällt natürlich den Zuschauern hier. Da jubeln sie. Maradona bietet sich an. In der Anfangsphase viel unterwegs, da ist er wieder am Ball. Wunderschön, wie er das gemacht hat. Und Foulspiel. Freistoß für Argentinien, etwa 40 Meter Torentfernung. Hier noch einmal dieses Foul von Goldbeck, dem Mann aus Kaiserslautern. Batistuta und Maradona stehen da am Ball. Peter Schmeichel dirigiert die Mauer, die trotzdem gestellt worden ist. Man weiß ja nie bei Maradona, ob er nicht sogar von da auf den Kasten schießt. Peter Schmeichel jetzt beim Manchester United. Sie wissen das sicher, wenn Sie unsere England-Berichte verfolgen. Sehen Sie, da schießt er drauf, aber keine Gefahr für Schmeichel. Er sollte also zusammen mit einem Mannschaftskamerad, und zwar heißt er Diego Simeone, in Spanien bleiben, in Sevilla, nach dieser schwachen Leistung der beiden in Logroño beim 0:2. Und dann sind sie beide getürmt, abgehauen, haben ihren Trainer Dr. Carlos Bilardo alleine gelassen. Und der Präsident von Sevilla will jetzt beide mit einer Geldstrafe von 30.000 Mark belegen. Maradona hat schon gesagt, zahle ich sowieso nicht. Ich gehe Ende der Saison ohnehin zurück in meine Heimat nach Argentinien. Rieper ist das. Und er darf den Ball ja nicht in die Hand nehmen, Peter Schmeichel, bei dieser Rückgabe. Freistoß für die Argentinier. Nach diesem Foul von Jakob Kjeldberg, dem 23-Jährigen aus Silkeborg. Ein ganz junger Mann, er kann Libero spielen, aber auch Manndecker. Und das ist die Bank der Argentinier. In der Mitte sahen sie den Trainer Alfio Basile. Und die Möglichkeit, Maradona im Strafraum, gebremst vom
Libero Lars Olsen, dem 32-jährigen Veteran. Maradona übrigens auch mittlerweile 32 Jahre. Hätte man nicht gedacht, dass er nach seiner Dopingsperre noch einmal zurückkommt. Er war ja total von der Bildfläche verschwunden. Jetzt Ecke. Etwas zu kurz geraten. Und wieder die Bank der Argentinier mit einem noch skeptischen Trainer. Und das sind die Auswechselspieler, der Ersatztorhüter Islas, dann Saldana, Franco. Wer nachher reinkommt, werden wir sehen. Beide Mannschaften können drei Feldspieler und den Torwart auswechseln. Mal sehen, wie es kommt. Ja, die Dänen gehen ganz schön zur Sache. Das war Mölby, der Mann aus Mönchengladbach. Johnny Mölby hat ja keinen Stammplatz am Bökelberg. Und hier sehen Sie die Ersatzbank der Dänen. Strudal ist da übrigens dabei, ein Mann, der einmal in Dortmund gespielt hat. Dann bei den Grasshoppers in Zürich. Claudio Caniggia, den Mann erkennen Sie an den langen Haaren und dem Haarband, dem Schnürsenkel in den Haaren. Claudio Caniggia, der Römer, spielt dort zusammen mit Thomas Hässler, aber auch er ist dort kein Stammspieler. Maradona immer verfolgt von der Nummer 2 von Jakob Kjeldberg. Und die erste Chance für die Argentinier. Keine Gefahr für Peter Schmeichel im Tor. Aber da sehen Sie, wollte er erst rauslaufen, sah dann, ich komme ohnehin nicht an den Ball. Und Simeone, der Mannschaftskamerad von Maradona in Sevilla, köpfte am Tor vorbei. Da hat Peter Schmeichel noch einmal geprüft, ob genug Luft im Ball ist. Fehler von Kim Wilford. Und wieder ein Beinschuss. Das will das Fußballvolk natürlich sehen in Argentinien. Foulspiel an Mölby. Chandor Poole hat gepfiffen, jawohl. Johnny Mölby, der Neffe von Jan Mölby, der in Liverpool spielt. Und hier noch einmal das Foul. Chandor Poole und Maradona. Sicherlich ein Bild, wenn er das von den Fotografen bekommt, dass er sich zu Hause einrahmen wird. Mit der 2 ist da Kjeldberg mit vorne. Er hat ein Tor gemacht neulich auf der Amerika-Reise gegen die USA. Tranquilo, tranquilo, rufen sie da von der Bank der Argentinier. Also ruhig, ruhig. Und das ist Sergio Goycochea, der WM-Torwart der Argentinier, der ja dann im Finale den Elfmeter von Andy Brehme passieren lassen musste. Oh, Peter Schmeichel wird ausgepfiffen, aber er denkt sich lieber den Ball auf die Tribüne, bevor hier was anbrennt. Und die Möglichkeit, oh, das musste sein, das Führungstor. Batistuta mit dem Kopfball.
Und ein Klaps von Diego, dem Captain. Noch einmal diese Großchance der Argentinier. Völlig frei kommt er da zum Kopfball. 2 Meter über das Tor. Also die Argentinier jetzt doch schon mit 2 guten Chancen. Sie hören das über die Außenmikrofone, wie der Wind bläst am Meer in Mar del Plata. Elstrup da vorne und Goikoetxea spielte letzte Woche nicht gegen Brasilien beim 1:1. Da war Luis Islas im Tor. Goikoetxea hatte sich verletzt, aber heute ist er wieder dabei. Lautrup, der Mann aus Florenz, und er wird gefoult. Wird gefoult von Vázquez. Oh, hoffentlich hat er sich da nicht wehgetan. Auf jeder Seite ja ein Florentiner. Bei den Dänen ist es Lautrup, auf der anderen Seite bei Argentinien Batistuta. Freistoß, Henrik Larsen, der Mann, der 3 Tore schoss bei der Europameisterschaft. Oh, und ein tolles Eigentor. Ah, da muss man wirklich 99 Punkte geben. 1:0 für die Dänen durch ein ganz kurioses Eigentor. Das schauen wir uns noch einmal an. Der Freistoß von Henrik Larsen. Und Rovioso wollte den Ball eigentlich vorbei köpfen am Kasten von Goikoetxea und haut das Ding unhaltbar für Sergio Goikoetxea hier in den Winkel. Also schöner kann man die Tore nicht machen. Leider auf der falschen Seite, dem Europameister wird es egal sein. 1:0 für Dänemark. Eine Chance, ein Tor, 100%ige Auswertung. Das kann dem Spiel nur gut tun. Jetzt müssen die Argentinier noch mehr tun. Freistoß für den Vize-Weltmeister und Südamerika-Meister. Maradona, der ja alle Freistöße in des Gegners Hälfte tritt und da schon wunderschöne Tore erzielt hat. Ich muss das Ihnen nicht erzählen, da sehen Sie, wie windig es ist hier. Jandor Pohl sagt nochmal 3,25 Meter zurück. Kanica eingerahmt von 4 Dänen. Oh, wieder Schmeichel 2 Schritte aus dem Tor herausgelaufen, dann stehen geblieben. Er ist etwas unsicher. Aber so begann er ja auch in Göteborg im EM-Finale und nachher war er der Held. Maradona, kleines, dickes Maradona, Argentiniens bester Fußballer aller Zeiten. Als dieser wurde er ausgezeichnet vor Wochenfrist, vor dem Spiel gegen Brasilien. Rieper, man hatte da ja für ihn Jan Heinze erwartet, aber der ist in Eindhoven derzeit unheimlich schwach, ist auch vom Platz gestellt worden und Richard Möller-Nielsen hat ihn deswegen nicht mitgenommen. Nach Mar del Plata und Tauchspiel. Da muss man sogar Geld geben. Alfio Basile. Ebenso wie Menotti immer mit einer Zigarette in der Hand zu sehen. Cesar Luis Menotti, der WM-Trainer von 78, muss Ihnen das nicht erzählen. Und die erste gelbe Karte. Wieder ist ein zweiter Ball im Spiel, da scheint sich Spaß dran zu haben. Olsen mit der 4 da vorne, der Libero. Am 5-Meter-Eck Maradona wieder mit dem Freistoß. Und Goldbeck hat da geklärt. Schön gemacht. Pichnik kommt da zu spät und das muss es sein. Kosten, Kosten. Welch ein Pech für Batistuta.
Das musste wirklich jetzt der Ausgleich sein. Seine zweite Großchance in diesem Spiel. Wieder der Mittelstürmer der Argentinier. Oh, schlecht gemacht von Larsen. Wieder Maradona. Wunderbar, wie er spielt. Das kann nicht mehr lange gut gehen. Der Druck der Argentinier nimmt noch mehr zu. Schön, Simeone. Wieder Doppelpass, aber abseits, abseits, abseits. Richtig gesehen. Fahne war oben. Und Chandorpool lässt sich das nicht bieten. Er wird jetzt mal eine gelbe Karte. Eben der erste Doppelpass. Hier und jetzt war es abseits. Jawohl. Und die Fahne ging auch vorne hoch. Gelbe Karte für Simeone, den Mannschaftskamerad von Maradona, den Mann aus Sevilla, der also auch zu 30.000 Mark verdonnert wurde, weil er einfach abgehauen war zu diesem Länderspiel ohne Erlaubnis seines spanischen Clubs. Noch einmal dieser wunderbare Spielzug über Simeone. Doppelpass gespielt mit Rodriguez und der ist jetzt abseits. Ja, Foul, den Freistoß. Zwei gelbe Karten jetzt schon auf jeder Seite. Eine. Und immer wieder Maradona. Wilfort, da geklärt. Vorne ist nur Lautrup. Ihm fehlt natürlich ein Mann wie Flemming Poulsen zur Entlastung. Wieder Maradona. Und schauen Sie, was der mit dem Bällchen macht. Gianni Goldbeck hat da gestört, der Ball war im Aus. Es müsste Einwurf geben, kein Freistoß. Schiedsrichter Pool deutet es auch an. Da vorne haben wir den Mann aus Kaiserslautern, Goldbeck. Überrascht den Maradona ständig in Bewegung. Stoß. Ja, da wird Chandorpool seine liebe Mühe und Not bekommen in diesem Spiel. Da wird noch einige Hektik hineinkommen. Aber ich denke noch einmal an dieses Eigentor. Das war ja sensationell. Schon viele schöne Eigentore gesehen, aber so eins doch noch nicht. Da ist der Mann, der das Eigentor gemacht hat. Rojoso. Und Mölby klärt. Ist sein Spiel, da hat er jetzt Raum, da kann er trippeln, da kann er gehen, er muss auch alleine gehen, denn es war keiner mehr da. Erst dann kam Elstrup nach. Foul von Wilfort und Freistoß. Der Ball muss ruhen, so sagt es die Regel. Und Chandorpool legt die Regel richtig aus. Hätte man auch Freistoß pfeifen können. Immer wieder die Kamera auf Maradona. ...20 Minuten gleich gespielt zwischen Argentinien und Dänemark. Der Europameister führt mit 1:0 gegen den Südamerikameister. Olsen, der letzte Mann, der so eine Art Ausputzer spielt bei den Dänen. Das kennen wir ja von der Europameisterschaft.
Michnik. Da ist er wieder. Europameister und der Mann mit der Elf natürlich laut. Und was macht er? Kein Elfmeter, kein Elfmeter. Larsen kommt da noch durch den Ball. Und durch den Mann kann auch Lautrup nicht durchlaufen. Caniggia. Und hier nochmal das Foul von Larsen. Rodriguez. Über Atalanta spielt in Bergamo. Sollte es mal abziehen. Aber alle suchen sie immer wieder Maradona. Alles wird zu eng da. Oh, nervös sind sie. Rieper klärt zur Ecke. Marc Rieper von Bröntby war nicht dabei bei der Europameisterschaft. Einer der neuen Spieler von Richard Möller-Nielsen. Schöne Ecke und auf der Linie geklärt. Ist denn das zu fassen? Drei Großchancen für die Argentinier. Kein Tor, eine Chance für die Dänen und es steht 0:1. Auf der Linie geklärt. Vorher Pfosten. Also haben sie schon Pech, die Argentinier. Mölby ist das, der da hinten auf der Linie steht, der hier klärt. Der Mann aus Mönchengladbach und dann Rieper schlägt den Ball aus der Gefahr. Und die nächste Ecke verursacht durch Jakob Kjeldberg. War als Libero der Torjäger bei seinem Club in der letzten Saison bei Silkeborg. Ecke durch Maradona. Ja, das hat Peter Schmeichel sicher im 5-Meter-Raum. Vasquez zieht sich da jetzt zurück und er kann abschlagen, Peter Schmeichel. Mölby verliert den Ball an die Nummer 5 an Mancuso. Er hat ja das Tor geschossen letzte Woche gegen Brasilien beim 1:1. Mölby gegen Rodriguez. Alles sehr eng da, auch im Mittelfeld. 10, 11 Spieler in einem Umkreis von 10 Metern. E cantare, sie singen die Fans in Mar del Plata, obwohl ihre Mannschaft zurückliegt mit 0:1. Elstrup. Larsen, Henrik Larsen. Und Maradona. Ja, Ball mitnehmen kann man da nur sagen, aber nochmal die Chance für Claudio Caniggia. Der Mann, der bei der Weltmeisterschaft das Tor erzielte gegen Brasilien in Turin, in diesem Superspiel, als die Brasilianer besser waren und dann 1:0 verloren. So ähnlich ist es heute. Argentinien die bessere Mannschaft. Aber Dänemark führt durch das Eigentor von Craviotto mit 1:0. Rodriguez wieder aus Bergamo. Nicht gepfiffen von Sandor Puhl. Goldbeck. Mancuso. Und dann mit der 14 Simeone. Argentinier halten sich ja nicht an dieses Nummerieren von 1 bis 11, sondern machen das ähnlich wie bei einer Weltmeisterschaft. Haben die 14 dabei mit Simeone und die 20 mit Rodriguez.
Adrian Lautrop. Früher Bayern München, jetzt Florenz. In Florenz gibt es ja große Probleme. Man hat den Trainer rausgeworfen, als man Zweiter war. Und das hat sich gerecht. Von diesem Tag an ging es bergab. Fuß von Larsen etwas hoch. Caniccia. Schön, er ist ja unheimlich schnell und es geht die Post ab da vorne. Es ist ja kaum zu bremsen, ist der Caniccia. Nein, nein, das war kein Foul. Da war er einfach mit der Kraft am Ende. War aus, war aus. Dann noch ein Beinschuss von Lautrup. Wieder Brian Lautrup. Oh, ist er zum zweiten Mal schwer gefoult worden. Gelbe Karte für Vázquez. Sergio Vázquez spielt bei Rosario. Lautrup hat noch ein Unterhemd drunter, obwohl es hier 35 Grad im Schatten sind in Mar del Plata. Pichnik. Und Borelli, der letzte Mann bei den Argentiniern, haut den Ball raus. Mancuso. Ist er wieder. Ein Ball an Linksfüßler, wunderbar, hat er das gesehen. Batistuta braucht ein bisschen lange, bis er sich dreht. Und hoch das Bein, Freistoß für Dänemark. Europameister führt weiterhin 1:0 in Mar del Plata gegen den Vizeweltmeister Argentinien durch das tolle Eigentor von Cravioto. Es ist ein Spiel zwischen Südamerikameister und Europameister um den Artemio Franchi Cup. Artemio Franchi, der frühere UEFA-Präsident, ein Italiener, der 83 leider tödlich verunglückt ist. Mölby. Ja, Rodriguez kann es nicht fassen. Weiterlaufen. Weiterspielen, sagt Chandrapul. Batistuta. Fernschuss bei Goldbeck. Und Caniccia läuft auf. Knapp 29 Minuten gespielt, weiterhin 0:1. Ein imposantes Bild. Maradona wieder. Peter Schmeichel. Wunderschön, wie der Maradona die Bälle anschneidet. Hier hätte er etwas länger ziehen müssen. Und wieder Brian Lautrup. Wunderschön macht er das, nur war keiner mitgelaufen. Etwas gedrückt vom Bjarne Goldbeck. Und das ist Brian Lautrup. Hat sich ja mit Stefan Effenberg wieder versöhnt nach dieser Autoaffäre, als der Effe einfach mit seinem dicken Mercedes abgehauen ist, mit dem Mercedes des Dänen. So, Simeone. Batistuta. Oh, das Tor. Und der Ausgleich. Aber das war eigentlich abseits von Caniccia. Trotzdem 1:1 und der Jubel ist groß. Bei den Zuschauern, bei Batistuta. Aber das Tor hat dann noch erzielt Claudio Caniccia nach einer halben Stunde. 1:1 zwischen Argentinien und Dänemark. Maradona gratuliert. Kein Abseits.
So, Schmeichel heraus, Battistuta. Nein, war kein Abseits. Hier sehen wir es nochmal. Und Claudio Caniccia markiert den Ausgleich. Simeone, Battistuta und Claudio Caniccia. Ja, wenn er, so denken sicherlich die Römer und auch Thomas Hässler, noch in Italien mal so treffen würde wie heute. Hochverdient natürlich dieser Ausgleich. Argentinien, die bessere Mannschaft, die schon zwei Tore gemacht hat. Eines allerdings ins eigene Netz. Im ersten Moment hätte man denken können, Caniccia war im Abseits. Aber in der Zeitlupe haben wir klar gesehen, ein reguläres Tor zum Ausgleich. Kein Handspiel gepfiffen. Chandopol sagt, er magiert nur, keine Betreuer aufs Feld. Jetzt kommen sie von der anderen Seite heran. Haben sie den Schiedsrichter überlistet. Hier noch einmal, ja, das Foul von Jakob Kieltberg. Diesem eisenharten Burschen. Einer der neuen Spieler im Team des Europameisters Dänemark. In Argentinien hat jetzt gerade die zweite Hälfte der Meisterschaft begonnen. Ebenso wie in der Bundesliga, wo die Rückrunde ja auch gerade gestartet wurde. Hoffentlich muss da nicht schon ausgewechselt werden. Vázquez steht wieder. Ich glaube, der kann weiterspielen. Sergio Vázquez aus Rosario. Bei den Dänen macht sich ein Spieler warm, sofern man das muss, bei 35 Grad im Schatten. Simeone sagt, wir müssen nicht austauschen. Schauen Sie da hinten einmal diese wunderschöne Kulisse in Mar del Plata. Ball gespielt, weiter geht's. Mancuso. Der Simeone hat da selber faul gespielt. Muss er gar nicht nach dem Schiedsrichter schauen. Und faul von Henrik Larsen. Der Mann, der bei Aston Villa spielt, beziehungsweise nicht spielt, teilweise auf der Bank nur sitzt. Peter Schmeichel hat lange Glück gehabt und dann dieser Ausgleichstreffer von Claudio Caniccia. Dänemark ja in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft bisher nicht so toll. Dreimal unentschieden, dreimal 0-0 und dann der Sieg in Irland. Die WM-Qualifikation in Südamerika wird innerhalb von 2 Monaten abgewickelt, da wird also nicht lang gefackelt, so wie in den anderen Qualifikationsgruppen. Foul hat Battistuta, das gibt Freistoß. Peter Schmeichel muss da lauter werden. Ja, sollte ein Lupfer werden, eine Bogenlampe von Mancuso. Der Mann, der also letzte Woche gegen Brasilien getroffen hat. Noch einmal der Freistoß von kleines, dickes Diego Maradona und der Lupfer von Mancuso. Simeone
Tja, er ist das Nationalheiligtum Maradona, ständig verfolgt von der Kamera. Rieper und Lars Elstrup, wieder Rieper. Henrik Larsen, Lautrup. Einen enormen Antritt und eine schöne Technik. Wunderbar gespielt. Jetzt geht doch mal Kjeldberg. Der Manndecker, der immer wieder mit nach vorne geht. Kein Abseits. Wilfort und Pfosten und drüber. Ach, ist das ein tolles Spiel. Ist das schön. Kim Wilfort hatte die Riesenchance nach diesem wunderschönen Spielzug. Jetzt einmal Jakob Kjeldberg. Und jetzt sehen Sie kein Abseits, rechts Kim Wilfort, der das 2-0 machte in Göteborg gegen Deutschland. Mit den Fingerspitzen ist er noch dran. Goykoetxea lenkt den Ball an den Pfosten. Eckball. Das ist Kim Wilfort. Sie wissen sicher, dass seine kleine Tochter an Krebs gestorben ist. Goykoetxea. Ja, 1:1 und auf beiden Seiten noch einmal den Balken getroffen. Tolle Chancen bisher, ein wunderschönes Spiel. Chandor Poole hat einen hochroten Kopf, ermahnt jetzt Borelli. Zum einen bei der Hitze ist das klar mit dem roten Kopf, zum anderen hat er auch viel zu tun. Sergio Goykoetxea, der nach der WM zunächst einmal in Frankreich gespielt hat, jetzt in Paraguay bei einem Club unter Vertrag steht. Ein Club namens Cerro Porteño. So, Pichnik geht raus und Nielsen kommt mit der 13. Brian Steen Nielsen spielt für Odense. Pichnik, Sie hatten es gesehen, leicht angeschlagen und in einem Freundschaftsspiel. Und das ist es ja, wenn es auch um diesen Artemio Franchi Cup geht, zwischen dem Europameister und dem Südamerikameister. Da riskiert man keine größeren Verletzungen. Rodriguez. Claudio Caniccia, der Torschütze gegen Rieper. Rodriguez war von Olympique Marseille eigentlich eingekauft, dann nach Toulon ausgeliehen, spielt jetzt bei Atalanta Bergamo. Lassen. Oh, alles zu eng. Raviotto. Maradona wird festgehalten. Trotzdem, schauen Sie, was er macht, was er macht. Und das war fair. Und das war jetzt fair. Ja, erst hat der Vorteil laufen lassen, Chandor Poole. War eigentlich alles richtig. Lars Elstrup. Rian Lautrup. Leicht sich heran. Wilfort. Dänen halten den Ball in den eigenen Reihen. Goldbeck machte ein Tor für Kaiserslautern am Samstag. Wieder Goldbeck. Ja, die Dänen werden jetzt besser. Wieder mal sind zwei Bälle im Spiel. Noch einmal diese Chance.
Maradona viel unterwegs, immer anspielbereit. Caniccia. Das war etwas planlos. Sieht so aus, als würden sich die Argentinier mit diesem einen Tor jetzt vor der Pause zufrieden geben. Gleiches Halbzeit weiterhin 1:1 zwischen Südamerikameister Argentinien und Europameister Dänemark. Die Dänen in Führung gegangen durch ein Eigentor von Graviotto nach einem Freistoß von Henrik Larsen. Und der Ausgleich dann nach gut einer halben Stunde durch Claudio Caniccia. Ja, man erwartet jetzt langsam den Halbzeitpfiff. Simeone. Caniccia gestoppt. Und Larsen, er macht ein gutes Spiel. Schön, Lautrop. Wunderbar. Ah, schade, Goldbeck mit Rückenlage. Da kann der Ball natürlich nur hochgehen. Jetzt wird wieder der Ball ausgetauscht, was eigentlich gar nicht erlaubt ist. Und hier noch einmal die Bank der Argentinier. Da unten in der Mitte Alvio Basile, der Trainer. Früher war er Spieler vom Racing Club Buenos Aires. Und das ist Goldbeck, der Mann aus Kaiserslautern. Wieder Larsen. Empfiehlt sich für den Einsatz bei Aston Villa. Lars Eltrup kommt da etwas zu spät. Lautrop. Oh, das etwas zu steil für die Nummer 2, Jakob Kjeldberg. Aber das ist ein guter Mann, der Kjeldberg. Hat ein Tor gemacht vor einem Monat in den USA im Länderspiel gegen den Veranstalter der nächsten Weltmeisterschaft. Spiel ist übrigens 2:2 ausgegangen und dann gewannen die Dänen noch 2:0 in El Salvador. Wieder Lautrup. Da hatten sie aber keine fremden Legionäre dabei, sondern nur Spieler aus der dänischen Liga. Der Jungs, das könnte er der Mannschaft gleich in der Kabine sagen, nämlich gleich wird Schiedsrichter Chandor Poel zur Halbzeit pfeifen. Noch einmal Mark Rieper. Und Alvio Basile hat keine Zahnschmerzen, muss er auch nicht haben, denn seine Mannschaft hat gut gespielt. Ein kleiner Schönheitsfehler, das Eigentor von Graviotto. Der neue Mann, Nielsen, Brian Steen Nielsen. Maradona, schön auf Simeone, seinen Clubkameraden. Und abseits, abseits. Nein, nein, nein. Aber das ist das heißblütige Temperament der Südamerikaner. Entscheidung war klar, der Linienrichter stand auf Ballhöhe, Freistoß, Peter Schmeichel. So, die erste Halbzeit ist abgelaufen, aber Chandor Poel wird ein bisschen nachspielen lassen müssen. Es gab 2-3 Unterbrechungen, verletzungsbedingt. Rodriguez legt zurück. Maradona. Sein erster Fehlpass heute. Und da war er noch gar nicht mal schuld, sondern Graviotto einfach zu schnell. Jo! Kim Wilfort hat abgezogen. Der 30-Jährige. Und ein Meter am Tor vorbei.
einer der Recken der Europameisterschaftself. Ja, Craviotto deutet es an, schaut auf die Uhr. Jetzt müsste Halbzeit sein. 1:1 zwischen Argentinien und Dänemark. Ein gutes Spiel bis auf die letzten 10 Minuten. Nach dem Ausgleichstor von Claudio Caniccia war es wie abgeschnitten. Und jetzt ist die erste Halbzeit abgeschnitten. Beifall für beide Mannschaften. Argentinien 1, Dänemark 1. Wir sind rechtzeitig zur zweiten Halbzeit zurück. Der die Tore macht, aber hier und heute hatte er Pech. So, Larsen bzw. Olsen, pardon, kratzt sich da nochmal am Kopf. Maradona, da sieht man doch das kleine Bäuchlein, aber er hat schon reichlich abgenommen. Der sah ganz anders aus. Maradona, der so bitterlich geweint hat nach dem WM-Finale, wollte eigentlich nach 49 Länderspielen seine internationale Karriere beenden. Jetzt ist er im 51. Länderspiel wieder dabei. Anstoß war das zur zweiten Halbzeit. Dänemark in Rot-Weiß von links nach rechts. Goldbeck. Olsen. Schön aufgelegt von Maradona. Claudio Caniccia, die beiden verstehen sich ja prächtig, das weiß man. Und weit zurück, Lautrup verliert aber den Ball gegen Craviotto. Kim Vilfort klärt. Ja, das ist der Brian Lautrup, dieser verspielte Bursche, der dann solche Gefahrenmomente heraufbeschwört. Craviotto, Rodriguez. Tja. Wenn immer so viel läuft wie in diesem Spiel, der Maradona, dann wird er auch noch mehr abnehmen. Aber in Logroño am Wochenende bei der spanischen Meisterschaft, da ist er nur die Hälfte gelaufen. Und deswegen ist man ja auch in Sevilla auf ihn so sauer. Und dann haut er noch ab, ohne Erlaubnis zum Länderspiel. Rodriguez. Rodriguez gegen Vilfort. Simeone. Und Larsen. Wieder Simeone aus Sevilla. Er kann schießen, aufgepasst. Aber wieder alles sehr eng. Rodriguez. Argentinischen Fans lieben das, wenn auf engstem Raum kombiniert wird. Die Trainer sehen das nicht so gerne. Goldbeck macht ein gutes Spiel im Mittelfeld. Am Samstag hat er besser getroffen für den ersten FC Kaiserslautern. Kim Vilfort. Schön gesehen. Ah, jetzt muss er aber selbst schießen. Schöne Kombination der Dänen, die wunderbar mitspielen hier mit einer neu formierten Mannschaft von den 20 Spielern, die bei der Europameisterschaft in Schweden waren, sind nur noch 9 in dem Aufgebot von Trainer Richard Möller-Nielsen, das er mitgenommen hat nach Argentinien.
Kim Wilfort hat sich da wehgetan. Geht wieder, das ist ein eisenharter Bursche. Da sehen Sie, bekommt er von Battistuta einen Schlag ins Genick. Sergio Goycochea von Cerro Porteño in Paraguay. Sie hören den Wind über die Außenmikrofone. Wird jetzt noch stärker. Handspiel von Maradona. Die Hand Gottes war wieder im Spiel. Sie erinnern sich. Lautrup. Geht vorbei an Gravioto, aber der hat das Bein noch mal draußen. Larsen. Schön gemacht von Lautrup, aber etwas zu weit. Larsen konnte auch nicht früher starten, wäre dann im Abseits gewesen. Und Sandor Pohl stand ja dabei. Die Sonne jetzt verschwunden aus dem Stadion in Mar del Plata. Der neue Mann mit der 13, Brian Steen Nielsen. Aus Odense, war auch schon in der USA dabei vor einem Monat. Und wieder wird der Ball ausgetauscht. Nein, jetzt gibt er ihn zurück, hat er auch recht, der Henrik Larsen. Also Bälle haben die genug. Olsen, der Ausputzer, spielt in Belgien in der zweiten Liga. War früher bei Trabzonspor in der Türkei. Sie zeigen immer nur ihren eigenen Trainer, die argentinischen Kollegen. Alfio Basile, Richard Möller-Nielsen haben wir noch kein einziges Mal eingeblendet bekommen. Und der Zweier ist wieder vorne, Jakob Kjeldberg. Eine Pferdelunge hat der Bursche. Daneben wird wieder ein Ball aus dem Graben geangelt. Ball war aus. Sandor Pohl, der Ungar, mit einer tadellosen Leistung. Ja, die Argentinier zweimal Weltmeister, 78 und 86. Und dann Vize-Weltmeister in Italien. Schon eine tolle Truppe. Und nach dem WM-Finale von Rom, nach dem 0:1 gegen Deutschland, hat diese Mannschaft nicht mehr verloren. Da sehen Sie selbst auf Ihrem Bild, wie der Wind hier pfeift. Goldbeck. Etwas spät der Pfiff. Da vorne fehlt natürlich Flemming Paulsen, der Dortmunder, der wegen einer Knieverletzung abgesagt hat. Lars Elstrup kann ihn in keinster Weise ersetzen. Rodriguez. Garnica, der Torschütze. Und Foul, Foul, Foul. Immer auf Ballhöhe der Ungar. Tolle Leistung. Da sehen wir nochmal das Foul von Nielsen. Argentinischer Fußballverband wurde ja 100 Jahre alt. Deswegen letzte Woche das Spiel gegen Brasilien. Und Eckball.
Wird noch einiges Theater geben, wenn Simeone und Maradona wieder zurückkommen nach Sevilla. Aber ein Maradona schert sich da nicht drum. Kopfsprung vorwärts von Maradona. Knapp 10 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit, weiterhin 1:1 zwischen Argentinien und Dänemark. Zweite Halbzeit hat noch lange nicht die Klasse, die die erste Halbzeit hatte. Beide Mannschaften trafen noch je einmal die Torstangen, also da war schon einiges los. Goldbeck. Mölby hat da nicht zurückgezogen. So, Maradona. Nicht abzuschütteln. Dass der Junge ein Talent mit in die Wiege bekommen hat. Und das war Foul, ganz klar. Foul von Mancuso. Ganz schön am Brusten. Diego. Er schwitzt auch, kein Wunder. 35 Grad im Schatten. Macht schon Spaß, diese Maradona zuzuschauen. Aber da hat sich Batistuta etwas zu viel vorgenommen. Ein Mann, der früher bei den Boca Juniors spielte, jetzt in Florenz. Aber einigen Leerlauf hat in den letzten Wochen. Mölby will fort. Goldbeck, der die Rolle von Jon Jensen da im Mittelfeld spielt. Im früheren Hamburger. Und er spielt sie nicht schlecht. Freistoß nach dem Foul von Wilford. Mit beiden Füßen ist er da reingegangen. Maradona. Da ist Claudio Caniccia etwas spät gestartet, sonst wäre das eine super Sache geworden. Wird er etwas behindert von der Nummer 3 von Altamirano. Da haben wir ihn. Ganz erfahrener Bursche von River Plate. Ricardo Altamirano. Lautrop. Sie gesehen, wie der den Ball angenommen hat. Da kann man verstehen, er wird gehalten, gezwickt.
gefoult. Da muss er sich schon einmal beschweren. Rodriguez. Ja, der Wind spielt den Ball wieder rein, sonst wäre der eigentlich viel weiter rausgegangen. Ja, kein Elfmeter, Schwalbe, und das hat auch Chandur Pool gesehen, Claudio Caniccia. Das war ja fast ein Kopfsprung. Elstrup. Simeone, der sehr viel tut im Mittelfeld. Oh, Olsen sehr langsam. Kein Wunder, das ist schon langsam ein alter Herr, der Lars Olsen mit 32. Da sahen wir noch einmal keinen Elfmeter für Argentinien. Na, da hätte er vorher nicht so zu schreien brauchen. Aber das liegt alles ein bisschen an diesem stürmischen Wind, an diesem Bögenwind am Meer. Alfio Basile. Bis 75 war er ein toller Spieler. Dann ein guter Trainer. Er wechselt jetzt gleich aus. Goldbeck. So, jetzt wird er ausgewechselt. Zuschauern ist es nicht ganz recht, was Alfio Basile da macht. Rodriguez geht und Franco kommt. Rodriguez, der Mann, der ausgeliehen ist an Atalanta Bergamo. Kürzlich ein gutes Spiel gemacht gegen Juventus Turin, aber ist dort kein Stammspieler. Der neue Mann, also Franco. Dario Franco, 24 Jahre alt. Ein Mittelfeldmann für eine Sturmspitze. Argentinier, die ja praktisch mit drei Sturmspitzen bisher gespielt haben. Caniccia, Batistuta und Rodriguez. Nielsen. Schöner Ball auf Henrik Larsen, er nimmt direkt, jawohl. Das kann der auch. Und viele schöne Tore gemacht, der Henrik Larsen von Aston Villa. Ja, volle Kanne, volles Risiko. Simeone, jetzt stehen sie ein bisschen viel im Mittelfeld. Franco, der neue Mann, spielt übrigens bei Real Saragossa, also ein Mannschaftskamerad von Andy Bremer. Simeone! Und jetzt muss er schießen und trippelt sich noch selbst. Caniccia. Ist unheimlich schnell. Das war faul. Aber weil der so oft eine Schwalbe macht, glaubt ihm der Schiedsrichter jetzt nicht mehr. Elstrup und Lautrup. Ah, schön gemacht von Mancuso.
Cravioto. Ihm werden die Dänen dankbar sein für dieses tolle Eigentor. Schön gesehen von Lautrup, aber der Elstrup ist zu langsam. Danke, sagt er Maradona. Bei Maradona lässt jetzt ein bisschen die Kraft nach und schon kommen seine Pässe nicht mehr so genau wie in der ersten Halbzeit. Freistoß. Foul von Ripa an Batistuta. Da sehen Sie nass geschwitzt das Trikot von Diego. So, Kim Wilford. Haben da zwei starke Leute auf der rechten Seite. Kim Wilford auf der linken. Henrik Larsen, die Dänen, machen beide ein großes Spiel. Mancuso. Franco der neue Mann und Maradona der Chef. Foul an Henrik Larsen und zwar ein böses Foul. Da beschwert sich der Mannschaftskapitän Olsen. Und das gibt die gelbe Karte für Caniccia. Schlappen draufgehalten. Das sieht böse aus für Henrik Larsen. Schmeichel kommt herauf, kümmert sich jetzt um den Blondjob von Aston Villa. Ein wunderschönes Fußballstadion in Mar del Plata. Ein Glück, dass er weitermachen kann, der Henrik Larsen. Und ein Klaps von Diego Maradona. Schade, dass die zweite Halbzeit nicht die Qualität hat der ersten. Oh, böses Foul von Nielsen an Caniccia und auch das gibt die gelbe Karte. Aber das ist ein schöner Schauspieler, der Caniccia. Gelbe Karte für Brian Steen Nielsen, den 24-jährigen Mittelfeldspieler. Es war Parterre-Akrobatik. Da links müssen Sie aufpassen. Da war das Foul. Ganz schön aufgeregt sind die Jungs, wenn Maradona am Ball steht. Jetzt hat der Lautrup Platz. Wird festgehalten am Trikot.
von Mancuso. So, das kann noch was werden. Goldbeck muss alleine versuchen. Jetzt kommt der volle Pulle. Ja, einfach mal versucht, warum auch nicht. Schön gespielt von den Dänen, die die Räume öffnen. Jane Goldbeck legt zurück. Und dann der Schuss von Mölby. Bernd Kraus, der Gladbacher Trainer, wird sich freuen, dass er wieder Spielpraxis bekommt. Der Mölby, der ja in der Bundesliga nur auf der Bank sitzt. Da haben wir ihn. Kommt eigentlich aus Kolding, spielte dann in Nantes in Frankreich. Und jetzt also in Gladbach. Sergio Goycochea, der Elfmetertöter der Weltmeisterschaft 1990. Nielsen hatte da eben die gelbe Karte gesehen, das wurde nochmal eingeblendet und jetzt wird es langsam hektisch. Foul an Brian Lautrup, der in der ersten Halbzeit schon zweimal schwer gefoult wurde. Und die nächste gelbe Karte. Betreuer warten, dass sie aufs Spielfeld dürfen. Jetzt hat es Chandor Pool gesehen. Falls Sie später reingeschaltet haben, 1:1 zwischen Argentinien. Hier haben wir Graviotto, der das Eigentor geschossen hatte, und dem Europameister Dänemark in Mar del Plata. Graviotto brachte den Europameister durch ein Eigentor in Führung und Caniccia gelang nach einer halben Stunde der Ausgleich. Wird der Knöchel gekühlt von Brian Lautrup? Pfiffe sind natürlich unnötig, weil das war schon ein böses Foul. Alles ein bisschen Glückssache jetzt bei diesem böigen Wind. Wirklich schade, dass die zweite Halbzeit nicht hielt, was die erste versprochen hat. Batistuta kaum noch zu sehen. Er hatte gute Chancen in der ersten Halbzeit. Ein Kopfball über das Tor, völlig freistehend. Dann traf er den Pfosten. Fehlpässe von Maradona häufen sich, das war der dritte. Alle drei in der zweiten Halbzeit und jetzt Kildberg da vorne. Lars Elstrup. Caniccia arbeitet immer mit Haken und Ösen, mit Händen und Füßen.
Den bekommt er noch. Schön gemacht. Claudio Caniccia, wie ihn die Römer gerne einmal sehen würden beim AS Rom, dem Club von Thomas Hässler. Ein Abstoß vom einen Tor zum anderen mit Unterstützung des Winds. Wieder liegt der Caniccia am Boden. Schauspielerische Qualitäten besitzt auf jeden Fall. Lautrup geht also wieder bei dem Brian. Wilfort, Goldbeck. Ja, das ist der Wind. Soll keine Entschuldigung sein, aber das ist so. Da hat es wieder eine Tätigkeit gegeben, als der Schiedsrichter nicht hingeschaut hat. Aber Sandor Puhl, der hervorragend gepfiffen hat, kann ja seine Augen nicht überall haben. Kim Wilfort wird er weiterspielen. Und er schrieb in diesem Spiel Geschichte, der Mann mit der 4, Graviotto. Mit seinem ganz tollen Eigentor. Tja, da ging keiner auf die Idee ein von Lautrup, aber das war auch etwas verwegen. Goldbeck, einer der wenigen von denen, die sich in der zweiten Halbzeit gesteigert haben. Es waren wirklich nicht viele. Henrik Larsen geht steil. Lautrup. Caniccia lässt sich jetzt nur noch fallen und der Schiedsrichter fällt nicht drauf rein.
Janica. Dänen machen im Mittelfeld die Räume eng, lassen die Argentinier sich nicht zur Entfaltung kommen. Das kennen wir ja von der Europameisterschaft. Noch einmal Caniggia, Caniggia. Nein, 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 das war kein Elfmeter. Oh, der legt es aber immer wieder drauf an. So, noch einmal Ecke. Maradona ist hinausgelaufen. Ja, bei diesem Wind kann man auch direkt aufs Tor schießen bei der Ecke. Gefühlvoll. Schmeichel ist raus. Lautrup geht nochmal auf die Reise, wird festgehalten, oh, mit beiden Händen, gelbe Karte, ganz klar. Franco, der Mann von Real Zaragoza, da kriegt sie nicht mal die gelbe Karte. Larsen vorne, Elstrup, jetzt kommt auch noch Rieper. Kopfball von Elstrup, aber weit über das Tor. Flutlicht ist eingeschaltet. Da sehen Sie mal, wie stürmisch der Wind ist. Bei diesem Abstoß von Goikoetxea, der normalerweise 60, 70 Meter abschlägt, dreht sich der Ball und geht da ins Aus. Falscher Einwurf. Raviotto, der hat nicht schlecht gespielt, aber dieses Eigentor, das wird ihn natürlich noch lange, lange verfolgen. Caniggia. Oh, und Peter Schmeichel hält diesen Kopfball von Franco. Das wäre es doch gewesen. Schön vorbereitet von Caniggia. Und dann hechtet Dario Franco hinein, aber Peter Schmeichel bewahrt Dänemark vor dem Rückstand. Schöner Spielzug, haben sie wieder einmal ihre Klasse aufblitzen lassen. Lautrup.
Franco, der eben die große Chance hatte, ja. Chancenverhältnis 7:2 für Argentinien. Spielstand 1:1. Noch 5,5 Minuten in der zweiten Halbzeit. Weiterhin 1:1 zwischen Argentinien und Dänemark. Goldbeck. Die Dänen spielen es ganz ruhig und abgeklärt. Waren immerhin 24 Stunden unterwegs, bis sie hier ankamen in Mar del Plata. Wieder Franco. Caniggia. Das blonde Haar dunkel geworden vom Schweiß. Ein rassiger Zweikampf, Caniggia gegen Nielsen. Ja, es kommt nochmal Farbe rein ins Spiel, nochmal Pep. Wieder Franco. Aber der lange Peter Schmeichel, solche Bälle, die liebt er natürlich. Batistuta ist untergegangen in der zweiten Halbzeit, schade. Nochmal die Möglichkeit. Diana Goldbeck. Ja, auch die Dänen wollen hier natürlich dieses Spiel gewinnen. Dieses Spiel um den Artemio Franki Cup zwischen dem Südamerikameister und dem Europameister. Kim Wilford. Beiden Spieler aus Sevilla spielen zweimal Doppelpass. Simeone wird gefoult. Das gibt noch einmal Freistoß. Ein Fall für Maradona. Foul an Diego Simeone. Er liegt jetzt da unten. Wird oft mit Jan Wouters verglichen, dem Holländer, der bei Bayern München spielt. Spielt auch eine ähnliche Rolle im Mittelfeld. Freistoß für Argentinien. Schmeichel dirigiert die Mauer. Zwei Argentinier stehen damit drin. Mal sehen, was der Maradona jetzt macht. Wow. Super gemacht. Super gemacht. Und da rauft sich Diego die Haare. Hat er schön abgelegt. Da fehlten wirklich nur Zentimeter. Batistuta, der eben diesen Freistoß fast versenkt hätte.
von Mancuso. Die 12. Zigarette von Trainer Alfio Basile. Es ist nicht schön, dass sie nicht auch einmal den Richard Möller-Nielsen da zeigen. Wieder über sich hinaus. Peter Schmeichel, wie bei der Europameisterschaft, als er im Halbfinale den Elfmeter von Van Basten hielt und dann im Finale die Deutschen zur Verzweiflung brachte. Jetzt nochmal Lautrup mit dem Wind im Rücken, das kann er doch alleine machen. Jetzt muss er gehen in den Strafraum hinein gegen Vasquez, immer noch Lautrup. Und das Tor von Elstrup, nein! Ja, plötzlich ist wieder Musik drin in diesem Spiel. Tolle Einzelleistung von Lautrup. Und da wurde er elfmeterreif gefoult, aber er ließ Vorteil gehen. Der Jean de Poel, der jetzt das Spiel abpfeift. Und damit gibt es natürlich noch keinen Sieger und es geht weiter in diesem Spiel zwischen dem Südamerikameister und dem Europameister, zwischen Argentinien und Dänemark, weiterhin 1:1. Und die Betreuer mit den Wasserflaschen kommen jetzt angerannt. Und Anstoß für Dänemark, Nachspielzeit, Verlängerung. Lars Elstrup steht da und Bjarne Goldbeck, 1:1 zwischen Argentinien und Dänemark. Und weiter geht's. Weitere Auswechselspieler laufen sich natürlich warm. Maradona, der Alleinunterhalter. Caniggia. Aus der Drehung geschossen von Batistuta. Da ist er, jetzt wieder ein bisschen aufgewacht. Zu Beginn der zweiten Halbzeit, die ersten 30 Minuten der zweiten Hälfte, war er kaum zu sehen. Franco. Vasquez. Jetzt die Argentinier wieder mit dem Wind im Rücken. Maradona. Henrik Larsen. Argentina, Argentina. Die Schlachtrufe der Fans. Sie feiern in Mar del Plata ein Fußballfest. Wilfort. Schön, ja. Da musste der Mölby gehen. Hat er abgestoppt.
geht also bis zum bitteren Ende. Vielleicht gibt es ja auch noch ein Elfmeterschießen. Lautrup. Man überlegt ja international, ob man wie im Eishockey Sudden Death, den plötzlichen Tod, einführen soll. Also das nächste Tor entscheidet. Aber da können die Spiele manchmal stundenlang dauern, wenn kein Tor fällt. Hilfe für Jakob Giltberg, aber dieser 23-jährige Bursch hat ein gutes Spiel gemacht. Vorteil ist, der Lauf war richtig, war richtig. Wird natürlich hart für die Dänen jetzt die Verlängerung nach dieser langen Reise. 24 Stunden war man unterwegs. Dann der Klimawechsel in Europa, diese Kälte in Mar del Plata. 35 Grad im Schatten. Und jetzt gegen Abend immer noch um die 30 Grad. Simeone zweimal den Übersteiger. Goldbeck hält ihn da fest. Simeone und Mölby tritt ihm auf die Hacken. Freistoß und das mit dem Wind im Rücken. Da sehen Sie. Oh, oh, oh. Kleiner Nickel. Der Mölby von Borussia Mönchengladbach. Maradona schießt einfach mal. Ja, hat er die Verwirrung ausgenutzt. Sogar der Kameramann war verwirrt. Ja, mit wem spricht er da? Da sehen Sie, direkt auf den Hinterkopf von Schmeichel, der das kaum mitbekommen hatte. Das sind so die Tricks des kleinen, dicken Diego Maradona. Der war aus. Ein fantastisches Bild und eine wunderschöne Stimmung. Eine Fußballstimmung, die es eigentlich nur in Südamerika gibt. Maradona immer wieder das Spiel in die Tiefe. Er sucht die Entscheidung hier. Fantastische Vorstellung. Und da ist er schon wieder. Nee, war nichts. War nichts. Hätte er rechts vorbeigehen müssen.
Batistuta auf Simeone, jetzt ist Platz da. Ja, warum spielt er nicht? Maradona, Achtung, Achtung. Oh, wie schön, und Schmeichel mit einem tollen Stellungsspiel. Aber Maradona, hätte man ihm fast gegönnt, dass er da ein Tor macht. Der Mann, der so bitterlich geweint hat nach der Niederlage in Rom im WM-Finale. So, jetzt links geht Simeone weg. Noch eine Drehung und dann mit dem linken Fuß geschossen auf Schmeichel. Schön, wie er da durchgeht, an Olsen vorbeischießt. Macht immer das Spiel noch schnell, Maradona. Jetzt ist der Mölby aber reif. Jetzt ist er aber reif. Eben dem Simeone noch in die Hacken getreten und jetzt hat er hier Batistuta auf der Rechnung. Chandor Poel lässt Gnade vor Rechter gehen, Caniggia. Batistuta, der Pechvogel des Tages. Neben natürlich Graviotto, der dieses tolle, wirklich tolle Eigentor gemacht hat. Selten ein so schönes Kopfballtor gesehen wie dieser Eigentor Knüller, muss ich schon sagen, von Graviotto. Hat der Wind den Ball unheimlich schnell gemacht. Der ist schon wirklich pfeilschnell, der Claudio Caniggia, aber da kam auch er nicht mehr heran. Claudio Caniggia war der Star der Copa America 91, als sich die Argentinier den Titel holten. Kam zu Beginn dieser Saison von Atalanta Bergamo zu AS Rom. Praktisch der Ersatz für Rudi Völler, aber er hat oftmals enttäuscht. Franco. Mancuso hat das Tor gemacht gegen Brasilien letzte Woche. Der kann schießen. Und der kann halten. Der Peter Schmeichel hat sich wieder enorm gesteigert. Gleich muss die erste Halbzeit der Verlängerung zu Ende sein. Weiterhin 1:1. Zwischen Argentinien und Dänemark. Maradona, hat er noch die Kraft? Schön, hat er das gesehen. Simeone mit der Riesenchance nach diesem Zauberpass von Maradona. Also, da waren ein paar Längen in der zweiten Halbzeit. Aber das ist doch ein ganz, ganz tolles Spiel. Bin ich froh, dass wir Ihnen das live nach Hause liefern können. Wenn es auch jetzt in Deutschland schon 20 Minuten nach Mitternacht gleich ist. Lautrup nochmal. Ja, Schiedsrichter ist Luft. Thank you.
Die beiden kämpfen bis zum bitteren Ende. Vielleicht gibt es ja noch das Elfmeterschießen. Aber erst noch die zweite Halbzeit der Verlängerung. Die Möglichkeit, Franco legt nochmal auf Simeone, da hätte er schießen müssen. Sie wollen den Ball ins Tor tragen. Goldbeck. Lautrup. Ja, Henrik Larsen kommt da nicht mehr richtig mit. Ist auch mit den Kräften am Ende, kein Wunder. Mölby wird jetzt wieder stärker. Drei Mann lässt er aussteigen, der Lautrup. Und Eckball. Und der Vasquez, der ist auch reif fürs Sauerstoffzelt. Sergio Goycochea und Borelli. Direkt, Goycochea. Noch einmal diese Chance von Nielsen jetzt gleich. Hier aus der Drehung geschossen, aber genau auf Sergio Goycochea. Und schon wieder geht's auf der anderen Seite los. Ecke für Argentinien. Gleich 105 Minuten gespielt und immer noch ein tolles Tempo bei fast 30 Grad. Schiedsrichter Jadopoul pfeift die erste Halbzeit der Verlängerung ab und sagt, hier Freunde, jetzt bleibt ihr unten, es geht gleich weiter. Keine Betreuer aufs Feld. So, ganz energisch ist er da, der Ungar. Herr Goycochea, bitte in die Kiste, es geht weiter. Mal sehen, was der für Sprachen spricht, der Ungar. Verständigt sich auf jeden Fall mit beiden Mannschaften. So, die zweiten 15 Minuten Verlängerung und dann vielleicht noch das Elfmeterschießen mit den beiden Elfmeterkillern im Tor. Das wäre eine tolle Sache. Auf der einen Seite Goycochea, der Elfmeterkiller der Weltmeisterschaft, und auf der anderen Peter Schmeichel, der Elfmeterkiller der Europameisterschaft. Da haben wir ihn. Streift nochmal die Schuhe am Pfosten ab. Mit der 3 haben wir Altamirano. Ricardo Altamirano, 27 Jahre alt, von River Plate. Und Argentinien hat Anstoß zur zweiten Hälfte der Verlängerung. Zuschauer wissen, was sie den Spielern schuldig sind. Sie klatschen sie in diese letzte Phase des Spiels. Die Dänen jetzt wieder mit dem Wind im Rücken. Larsen. Schön gemacht von Lautrup, Goldbeck. Abseits, Lars Elstrup im Abseits.
Lars Elstrup, der das 2:1 machte bei der Europameisterschaft gegen Frankreich. War früher mal in Holland bei Feyenoord Rotterdam. Spielte auch mal bei Luton Town in England. Ein weit gereister Mann. Die europäischen Clubs der meisten Spieler werden das gar nicht gerne sehen, dass es auch noch eine Verlängerung gibt. Die werden am Wochenende in Spanien und in Italien wieder ganz schön durchhängen. Einige auch in England. Maradona auf Caniccia, das kennen wir. Ja, muss ihn wieder auf den linken legen. Oh, Fehler von Schmeichel. Schön weggezogen vom Tor, diese Flanke von Maradona. Und da fiel der Schmeichel drauf rein, aber Franco köpft über das Tor. Noch einmal. Ja, jetzt geht er wieder zu spät raus. Und Franco mit der riesen Chance zum 2:1. Ist besser als Rodriguez, den er abgelöst hat. Der Franco spielte früher mal bei den Newell's Old Boys und jetzt also bei Real Zaragoza. Müssen beide Mannschaften natürlich mit den Kräften haushalten. Das wird nie langweilig, dem Maradona dazu zu schauen. Jetzt zaubern sie Mölby und Freistoß, Freistoß, 18 Meter Torentfernung und Maradona ist fix und foxy, das sieht man, hat nichts mehr drauf, bestimmt heute Abend 3-4 Kilo abgenommen und das ist jetzt schon die 17. Zigarette von Alfio Basile. Fehlt der Jon Jensen bei den Dänen, der Freistoßschütze. Aber Elstrup kann das wohl auch. Oh, Caniccia geht da nochmal ab. Goldbeck hat ein kleines Päuschen gemacht, aber starke Leistung in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen. Ja, ist er eigentlich vor Schwäche umgefallen, der Claudio Caniccia, aber er kriegt einen Freistoß. Eine Freistoß-Orgie hier in diesem Spiel.
Tja, Maradona hat da doch noch ein bisschen zu viel Kraft gehabt. Sehen Sie, was der Ball für eine Fee bekommt bei ihm. Da tut jetzt jeder Schritt weh, das ist ganz klar. Schauen Sie sich diese Oberschenkelmuskulatur an. Freistoß. Garnica, der meistgefaulteste Mann Argentiniens, und Vázquez, der ist auch fix und fertig, humpelt schon seit einer halben Stunde. Aber Basile lässt ihn weiterspielen. Da muss er durch. Ja, den bekommt er noch. Herr Brian Lautrup. Nochmal Lautrup. Oh, Latte! Was ein Pech für Brian Lautrup. Wilfort. Und Maradona ist hinten. Also alle Achtung vor diesem kleinen Diego Armando Maradona. Eine Riesenleistung, ein Vorbild als Kapitän. Und da ist man gewillt, das Doping und das Rauschgift zu vergessen. Und hier noch einmal dieser Lattenschuss von Lautrup. Das waren nur Millimeter, die da gefehlt haben. Eines steht fest, die Dänen haben Europa hier als Europameister blendend vertreten. Spielen Sie noch ein bisschen Rasenschach. Mölby wird jetzt immer stärker. Ein Beweis dafür, dass er eine gute Kondition hat. Nielsen. Und immer wieder Lautrup. Ja, 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 kann man sperren pfeifen. Also machen Sie sich schon einmal bereit zu Hause fürs Elfmeterschießen um den Sieg im Artemio Franchi Cup zwischen Argentinien und Dänemark. Die Dänen waren ja schon bei der Europameisterschaft bis an die Grenzen ihrer Leistungsmöglichkeit gegangen und heute Abend müssen sie das einmal mehr tun. Wieder Nielsen, der sich gut eingepasst hat als Ersatzmann für Torben Pichnik. So, nochmal Garnica. Vorteil, Simeone. Er kann schießen und Schmeichel. Tolle Torwartleistungen, aber auch tolle Stürmerleistungen wie hier von Simeone. Schöne Rakete.
Und das nach 120 Minuten. Also alle Achtung. Und am Wochenende in Spanien ist er dann wieder fix und fertig. So, Caniccia humpelt und Schiedsrichter Chandorpool hat noch nicht abgepfiffen, denn es hat eine Auswechslung gegeben. Argentinien schickt noch einmal einen frischen Mann ins Rennen hier. Gravioto geht raus, der Mann, der das Eigentor geschossen hat, und Saldana ist drin. Vielleicht hat das ja Alfio Basile schon gemacht im Hinblick auf das Elfmeterschießen. Vázquez. Ja, die können jetzt nicht mehr und wer will es ihnen verübeln? Die Pfiffe sind natürlich unnötig, aber das ist so Usus in Südamerika. Also Spieler, die 120 Minuten hier volle Pulle gehen, die kann man nicht auspfeifen. Eines steht fest, die Spieler beider Mannschaften werden heute Nacht gut schlafen. Da bin ich ganz sicher. Noch einmal Ecke. Nach diesem Fehler von Nielsen. Ist eigentlich ein Linksfuß, ein Linksfüßler. Aber die Kräfte lassen auch bei ihm jetzt nach. Das ist der musikalische Hinterkopf von Peter Schmeichel. So, letzte Ecke von Maradona und dann wird es Elfmeterschießen geben. Auch die Dänen wechseln nochmal aus. Henrik Larsen geht raus. Die Möglichkeit und nochmal Schmeichel bei dem Schuss von Mancuso. Das ist der Eintor gegen Brasilien beim 1:1 und fast hatte er hier den Siegestreffer erzielt. Tolle Leistung beider Torhüter. So, 120 Minuten sind zu Ende und jetzt gibt es Elfmeterschießen. Chandorpool verlangt den Ball und die Trainer müssen jetzt die Schützen bestimmen.
Das waren ja viel mehr als 120 Minuten, über 125 Minuten, denn in jeder Halbzeit und auch in der Verlängerung ließ der Ungar nachspielen. Und wie geht's heute aus? Zuerst muss Sergio Goycochea in die Bude. Beifall prasselt auf ihn nieder. Lars Elstrup. Und Tor. 1:0 für Dänemark. Der Mann, der Frankreich bei der Europameisterschaft erledigte mit dem 2:1, bringt also jetzt Dänemark 1:0 in Führung. Lars Elstrup. Peter Schmeichel gegen Maradona. Was macht er, der kleine Dicke? Oh! Da war er fast dran. Das war die Ecke, wie in Florenz gegen Jugoslawien, als er verschoss. Aber der Ball wurde immer länger, sofern es das natürlich gibt. 1:1 und Maradona wird gefeiert. So lieben sie ihn. Mölby ist der Nächste gegen Sergio Goycochea. 2:2 steht es, 1:1 nach der Spielzeit und 1:1 im Elfmeterschießen. Johnny Mölby von Borussia Mönchengladbach. Oh, trocken. Er ist gut drauf, der Junge. Werden sie ihm jetzt am Bökelberg die Daumen gedrückt haben. Ganz locker. Im Elfmeterschießen steht es jetzt 2:1 für Dänemark. Insgesamt 3:2. Peter Schmeichel geht wieder rein. Und Battistuta ist der nächste Schütze. Gabriel Battistuta, 24 Jahre alt, aus Florenz. Battigol nennen sie ihn in Italien. Ob er jetzt ein Goal macht, das ist die Frage. War der Torschützenkönig bei der Copa America, bei der Südamerika-Meisterschaft 91. Und jetzt, aber hallo, Ausgleich wieder. Dänen in der psychologisch besseren Situation, sie können immer vorlegen und die Argentinier müssen dann kontern. Sergio Goycochea kommt wieder. So, Nielsen. Ha. Unhaltbar. Wieder geht Dänemark in Führung. Noch kein Elfmeter wurde verschossen. Hier noch einmal das Tor von Brian Steen Nielsen. Schmeichel ist wieder im Kasten und Simeone kommt, der Mannschaftskamerad von Maradona in Sevilla. Oh, da war er wieder fast dran. Da war er mit den Fingerspitzen noch dran, der Peter Schmeichel. Er kommt der Parade immer näher. Hier sehen wir nochmal. 3:3 im Elfmeterschießen, 4:4 im Gesamtstand.
Na, das kann ja heiter werden. Das kann ja noch lange dauern in Mar del Plata, bevor dann Karneval gefeiert wird. Kim Wilfort. Normalerweise ein sicherer Schütze. Und hält und hält. Ich sag noch normalerweise. Ja, was ist denn hier noch normal heute Abend? Sergio Goycochea hält und jetzt stehen sie natürlich Kopf hier. Jetzt ist Argentinien auf der Siegerstraße. Goycochea, der Elfmeterkiller der WM, hat wieder zugeschlagen. Der Torhüter von Cerro Porteño in Paraguay, der Torhüter der argentinischen Nationalmannschaft. Jetzt muss Mancuso kontern. Jetzt muss er verwandeln. Und dann ging Argentinien zum ersten Mal in Führung. Jawohl. Jetzt sind sie ganz nah dran, den Artemio Franchi Cup gegen Europameister Dänemark zu holen. Jetzt ist der Druck auf den Dänen. Noch zwei Schützen. Einer auf jeder Seite. Und das ist Mancuso. Sergio Goycochea. Und jetzt kommt noch mal richtig Stimmung auf in Mar del Plata. Brian Lautrup. Der frühere Uerdinger, der frühere Münchner, der jetzige Florentiner. Hat nochmal ausgeglichen. Und jetzt haben die Argentinier noch einen Nachschuss. Ist er drin? Haben sie gewonnen? Ist er nicht drin? Geht's weiter. Ja, Kim Wilfort, der das zweite Tor gegen Deutschland geschossen hat in Göteborg im EM-Finale, ist er der Pechvogel heute Abend. Aber jetzt kommt erst einmal Claudio Caniggia vom AS Rom. Der Mann, der im Spiel schon ein Tor machte. Und gehalten! Viel zu überheblich. Peter Schmeichel hält und es geht weiter. Ein Spiel scheinbar ohne Ende. Peter Schmeichel hat die Ecke geahnt und hält den Elfmeter von Claudio Caniggia, der zu überheblich geschossen hat. Das muss man hier sagen. So, 4:4 im Elfmeterschießen, 5:5 im gesamten Spiel. Und jetzt geht es weiter. Maradona tröstet Caniggia, die beiden Freunde. Und jetzt muss der Sergio Goycochea wieder ran, hat er sagt, so ein Käse, da hatten wir doch schon fast gewonnen. Bjarne Goldbeck vom 1. FC Kaiserslautern ist der Nächste. Und wieder gehalten. Und wieder gehalten von Sergio Goycochea. Der zweite Elfer, den er hält. Ja, und die beiden, das finde ich schön. Das ist eine tolle Geste. Ja, will man dem Bjarne Goldbeck da einen Vorwurf machen? Sie haben keine Kraft mehr nach 125 Minuten. Und er kann natürlich Elfer halten, dieser Goycochea. Das wissen wir längst. So, wieder die Möglichkeit zum Sieg für Argentinien. Santana. Pardon, Saldana heißt er. Santana ist ein anderer. Oh, da war er dran mit den Fingern, aber den konnte er nicht halten. Und damit hat Argentinien gewonnen.